herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Säulen der Erde Buch 2. Es geht weiter. Ich kann es nicht erreichen. Nimm deine Füße. Er hängt zu hoch. Ich bin angekettet. Ich kann ihn nicht erreichen. Wenn er bloß näher wäre. Richard! Richard! Wach auf! Ich kann es nicht erreichen. Kannst du wohl mit deinem Fuß? Sei doch mal ein bisschen kreativ. Komm, du musst jetzt aufwachen. Das sagt ja gar nichts, okay. Ich kann es nicht erreichen. Ich kann es nicht erreichen. Hey! Ellie, mein Ohr! Was hast du dir dabei gedacht? Wie fühlst du dich? Suche einen Weg hinaus. Wie hast du dich befreit? Was hast du dir dabei gedacht, auf William loszugehen? Ich musste dich beschützen. Das war sehr mutig von dir. Ich weiß nicht. Doch, Vater wird stolz auf dich sein, wenn du ihm davon erzählst. Wie fühlst du dich? Wie hast du dich vorher befreit? Ich weiß es nicht. Sie haben die Fußschellen angepasst, als sie mich hier angekettet haben. Aber heute habe ich es irgendwie geschafft, rauszuschlüpfen. Die letzten 3 Wochen haben mich wohl sehr entschlossen gemacht. Ja, und sehr dünn. Richard, wirf mir das Hufeisen zu. Es ist nicht hart genug, um damit die Ketten zu sprengen. Ich hab's versucht. Ich werde mir was einfallen lassen. Gib's mir einfach. Wie fühlst du dich? Mir ist heiß. Wir müssen dich abkühlen. Die Wunde lässt dein Blut kochen. Wir müssen an einen trockenen und kühlen Ort kommen, damit du heilen kannst. Ellie, sie haben uns angekettet. Ich werde hier sterben. Keine Panik. Das macht es nur schlimmer. Dank dem Herrn, Richard lebt. Okay. Das schaffen wir. Das Hufeisen werfen wir jetzt erstmal gegen den Hammer. Das war zu schnell. Nein. Psst, deine mache ich als nächstes auf. Versuch's. Gut, dann warte hier und rühre dich nicht, bis ich weiß, wie wir hier rauskommen. Nehmen wir sein Pferd. Ja, gute Idee. Aber erst müssen wir die Waffen finden, die Matthew versteckt hat. Ach, hier ist das. Also, die Schlacht war ein bisschen kurz.
William Chergen, da William Hamley aus einer adligen und politisch ambitionierten Familie stammt, hat er eine eigene kleine Armee unter seinem Befehl. Es gibt drei Männer, die fast nie von seiner Seite weichen. Walter, Huge Axe und Ugly Gervais. Huge und Ugly sind Ritter, die für ihre Gewalttätigkeit und Loyalität bekannt sind. Allein ihre Namen bringen Furcht in die Herzen ihrer Gegner. Walter war Williams Lehrmeister und hat ihm schon als Burschen das Reiten und Kämpfen beigebracht. Nun ist Walter Williams Leibwächter und rechte Hand. Die Ritter haben sich kaum gewehrt und die Bauern sind wie Hühner davongerannt. Ich hab's gefunden, wie Matthew gesagt hat. So, Vater Stolz. Steig auf, streichel es, gehe, nimm die Satteltasche ab. Hey, lass die Finger von Williams Pferd! So wirst du mir nicht davonkommen. Oh, scheiße. Hier sind wir wieder angekettet. Oh nein! Oh, okay, verkackt. Okay. Der sieht doch, wenn ich jetzt da lang gehe, oder? Ein Hof. Bänke. Da ist das. Herrenlos und leer. Hat man Güter transportiert. Bänke, niemand hier, keine Ritter, keine Hilfe. Noch mehr von Percy Hamleys Schergen. Sie bewachen das Tor, zu Fuß komme ich nie an ihnen vorbei. Sieht im Moment schlecht aus. Ich will lieber niemanden beunruhigen. Kann er hier so rumlatschen, ohne dass er sieht? Schrei und lauf so schnell du kannst. Hörst du? Alles klar. Vorsichtig. Anscheinend mag es das nicht. Okay, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Was machst du? Das Pferd hätte fast die Wache aufgeweckt. Der Knoten ist zu fest. Etwas Hafer, den ich in der Satteltasche gefunden habe. Okay. Ach, du armer Kerl. Willst du was zu fressen? Es ist jetzt ruhig. Versuch aufzusteigen, Richard. Aber wohin geht es? Nach Winchester natürlich. Wir müssen Vater finden und mit dem König sprechen. Sie müssen erfahren, was hier geschehen ist. Jetzt steig auf. Wir haben nicht viel Zeit. Und jetzt ich.
Okay. Hey, ihr da! Stehen bleiben! Schneidet ihnen den Weg ab! Aber es war richtig gut. Der Gedanke, dass sie uns einholen könnten, ließ mich schnell weiterreiten. Es regnete ohne Unterlass. Nach einer Weile wurde Richards Wimmern schwächer. Aber ich wagte nicht zurückzublicken, in der Furcht, William Hamley direkt auf unseren Fersen zu sehen. Ich zwang das Pferd zu einem schärferen Trab, in der Hoffnung, dass mein Bruder nicht seinen Wunden erliegen würde. Wir ritten in Richtung Winchester. Der König würde die Dinge richten, wenn wir ihm alles erklären. Das müsste er einfach. Es dauerte nicht lange, bis Richard fast vom Pferd fiel. Als ich ihm die Hand auf die Stirn legte, erkannte ich, dass er hohes Fieber hatte. Sein verstümmeltes Ohr war rot, heiß und geschwollen. Ein Laut ließ mich aufschrecken. Aus dem Dickicht des Waldes trat eine Frau. Ich wollte schon den Dolch ziehen, den ich am Unterarm trug. Ich fragte sie, wer sie sei. Dies sei ihr Wald, antwortete sie, also müssten wir uns zuerst vorstellen. Ich sagte, ich sei die Tochter des Grafen von Shiring und reise mit meinem Bruder. An eurem Gebaren erkenne ich, dass ihr vom Adel seid. Sie lächelte und erklärte ihrerseits, sie sei die Frau des örtlichen Waldhüters. Als sie Richards Ohr bemerkte, sagte sie, er brauche Hilfe. Zum Glück sei ihre Hütte in der Nähe. Sie bot uns Essen und eine Unterkunft an. Wir vertrauen ihr mal. Wir folgten ihr zu ihrer Hütte. Es war weiter, als sie uns hat glauben lassen. Dort half ich meinem Bruder aus dem Sattel und ließ die Frau die Zügel des Tiers nehmen. Die Hütte war karg, die Einrichtung spärlich. Drin war es fast so kalt wie draußen. Von ihrem Mann keine Spur. Richard ließ sich erschöpft auf einen der knarrenden Hocker fallen. Die Frau zündete ein Feuer an, das knisternd zum Leben erwachte und einen warmen Schein verbreitete. Ich erhob die Stimme und wiederholte eindringlicher, dass Richard sterben könnte, wenn wir jetzt nicht handelten. Bei meinen Worten schien die Frau aus ihrer Abwesenheit zu erwachen. Sie nickte zum Feuer. Draußen war ein Geräusch zu hören und ihr Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. Dann begann sie zu erklären. Um eine Wunde zu schließen, müsse man ein heißes Stück Metall vorsichtig gegen das Fleisch pressen. Dies würde die Dämonen und üblen Gerüche daran hindern, in den Körper einzudringen. Der Blick der Frau sprang immer wieder zur Tür und so drehte ich den Kopf, um ihm zu folgen. Nur einen Moment, nachdem ich den Kopf gedreht hatte, zeigte meine eigene Klinge auf mein Gesicht. Sie hatte den Dolch in meinem Ärmel bemerkt und ihn herausgezogen, bevor ich wusste, was geschah. Sie entschuldigte sich. Es sei eine raue Welt und ihr Gesetz sei, zu fressen oder gefressen zu werden. Plötzlich hörte ich Lärm von draußen. Er ist hier, sagte sie. Ich wartete auf den Moment, in dem ihr Blick wieder zur Tür ging. Ich stürzte auf Richard zu, aber etwas packte mich am Handgelenk. Die Hand war zu groß und grob, um ihr zu gehören. Ein Mann schleuderte mich zur Seite und ich landete hart auf dem Boden. Alles drehte sich. Er sah uns und unsere Waffen an und brach in Gelächter aus. Er trat näher, um nach Richards Schwert zu greifen, aber seine Frau mischte sich ein. Wir können das nicht verkaufen. Jeder würde wissen, wem das Schwert gehört. Der Mann knurrte zustimmend und ging raus. Bevor sie ihm nachging, warf sie meinen Dolch vor mir auf den Boden. Damit kannst du die Wunde deines Bruders ausbrennen, sagte sie und verschwand. Wir hörten das Wiehern von Williams Pferd und Hufgetrappel von draußen. Wir standen wie erstarrt da, bis Richard mir sagte, ich sollte mal nachschauen. Als ich rausging, waren die Wegelagerer längst über alle Berge. Williams Pferd hatten sie mitgenommen. Die Hütte hatte ihnen vermutlich nie gehört. Aber wenigstens hatten wir jetzt für die Nacht ein Dach über dem Kopf. Das Feuer brannte noch.
Wir hatten keine andere Wahl, als dem Wort einer Räuberin zu vertrauen. Der glühende Dolch zitterte in meinen Händen. Tu es, Ellie. Ich halte das aus. Richard versuchte, tapfer zu klingen. Ein schreckliches, zischendes Geräusch und der Gestank von verbranntem Fleisch erfüllte die Hütte, als die Klinge sein Ohr berührte. Aber es schien seine Wirkung zu tun. Während Richard schlief, bewachte ich die Tür stundenlang. Aber schließlich fielen auch mir die Augen zu. Oh je, da haben wir uns doch nicht richtig entschieden. 2 Tage lang gingen wir zu Fuß weiter. Nur kurze Pausen dazwischen. Aber schließlich erreichten wir die Tore von Winchester. Richard war schwach, aber wenigstens waren wir noch zusammen. Gemeinsam würden wir schon einen Weg finden, diesem Albtraum zu entkommen. Ja, gegen du, was haben wir getan gegen? Bei wem hast du dich selbst für dich selbst gesprochen? Du hast William wütend gemacht, indem du ihm trockenes Brot serviert hast. Du hast Richard Mut dafür gelobt, dass er William angegriffen hat. Du bist erfolgreich aus East Earls Castle geflohen. Du hast der Frau im Wald vertraut und wurdest von ihr ausgeraubt. Du konntest Richards Wunde ausbrennen und bist sicher in Winchester angekommen. Ja, das war das Kapitel 8. Ja, und damit beende ich die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.